Herzlich willkommen hier zu dem Kanal Taro 55 mit weiteren Modelleisenbahn-Video. Ja, heute gibt es wieder mal ein Fahrvideo, hat es ja vorhin auch schon gegeben. Ja, wie gesagt, wir schalten mal das Licht ein. Wunderschön. Und ich möchte noch einmal kurz darauf aufmerksam machen, ich verkaufe diesen Rauchsatz hier, Millimeter, also 5 mm Durchmesser, 7226 Nummer. Inhalt hier. Ich verkaufe den nämlich, weil er zu groß ist. Bitte in den Kommentaren melden, falls denn wer haben möchte. 20 Euro plus Versandkosten. Ja, bitte, wenn irgendwer den haben möchte. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit haben wir schon die ganze Strecke. Das, ja, hier mein Stativ, das muss ich noch reparieren hier. Haben wir schon aufgebaut. Wir haben hier das Gleiserweiterungsset, haben wir dazu genommen. Weil, ja, es Weichen haben wir dazu gebaut, weil es mit einer Hand sehr, sehr schwierig ist, die Gleise zum Zusammenstecken. Ich kann gerne hier mal die Weiche zeigen. Also so fährt der Zug hier hinüber und so fährt der Zug geradeaus. Ja, ein Stück ist dazu geblieben, aber ich will ja später dann auch hier auch noch ein Gleis dazu haben, einen Dreigleisbahnhof. Ja, jetzt hätte ich mal gesagt, wir fahren mal los. Ah ja. Natürlich müssen wir hier noch anhängen. Ich sage, wir machen, oder? Ja, wir fahren kurz so. Ein paar kleine Nahaufnahmen. So, weiß nicht, ob man mich noch hört. Dann mache ich hier jetzt schon hier, stelle hier die Weiche. Kann man hier bei der Gitarre herstellen. Wunderschönes Gestänge hier unten. Ja, also ich verkaufe den Dampf, den Rauchsatz, weil er hier nicht reinpasst. Das ist das Problem hier. Er passt nicht in die Lok rein. Die Lok ist auch nicht für das vorgesehen, dass man hier einen Rauchsatz einbaut. Ich kann hier mit so einem Kabel, wo das Kabel zusammen ist, mal hier rein und das, man kommt hier nicht rein. Weil es ist gar kein Loch im Gehäuse, hier unten drin. Ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter und dann setzen wir die Lok um. Okay, jetzt sollte man sie jetzt schon abstoppen. Jo, okay, dann nimmt man am besten hier sowas, fährt da hinten rein. Da. Macht hier auf, schiebt hier ein bisschen weiter vor. Und dann kann man auch schon weiterfahren. Ich überleg mir übrigens eine andere Lok noch zu kaufen. Eine gebrauchte, wo die was auch Sounds hat. Ich habe hier oder vielleicht eine neue irgendwo ein Schnäppchenangebot. Ich habe die Baureihe 24. Wenn die Baureihe 24 irgendwer von euch hat und kann mir sagen, ob die gut ist, dann ja. Bitte Kommentar schreiben. Da gibt es wieder ein paar Nahaufnahmen hier.
Problem, die Kamera stelle ich nicht so gut scharf hier, wenn sich was bewegt. Gestänge finde ich sehr gut, aber leider bewegt sich hier die Schieberstange nicht. Aber sie ist zu verkraften. So, und jetzt hier die Weiche ist umgestellt. Brauche ich hier noch mehr Fahren? Ups. Jetzt mal schauen hier. Jetzt kommt die Lok hier. Zack, und eingehängt. Und jetzt fahren wir rückwärts. Geht mal Vollgas. Und die Lok da drüben. So, jetzt. Ja, das Dunkelbutter ist das letzte Mal schon gestanden. Das ist noch, habe ich eins mal ausgepackt. Ich halte die Kamera eigentlich gar nicht so nah hin, wie ihr das seht hier. So. Und jetzt hätten wir eigentlich gleich umsetzen können, aber das machen wir jetzt. Wir schalten hier auf. Und fahren hier, lassen Sie einfach bis hier rein. Machen einmal einen Knopfdruck drauf. Geben wieder Gas hier. Stellen uns wieder hier hin, nehmen hier so was Kleines jetzt von hinten hin. Zack. Zack, schieben die ein bisschen zurück, machen einmal einen Knopfdruck darauf. Fahren jetzt so weit zurück, bis man die Weiche wieder schalten kann. So. Jetzt nochmal für die Leute, die was vorher nicht aufgepasst haben oder das nicht gesehen haben. Man schaltet hier. Der Hebel ist sehr klein, hier Finger. Ja, haben wir gesehen, umgeschalten hier. Jetzt kann die Lok geradeaus fahren. Jetzt schauen wir uns nochmal das Gestänge hier an. So, jetzt gebe ich mehr Gas, weil wir sind schon gleich auf die 10 Minuten oben. Schalten hier gleich um.
und fahren langsam hier ran. Okay, das ist ein bisschen schwieriger. Weil hier, ja. So, jetzt haben wir das Hink zusammen. So, und das war's mit dem Video auch dann schon wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und schreibt bitte in die Kommentare, wer diesen Rauchsatz haben möchte. 20 Euro bitte in die Kommentare schreiben, ich werde dann reagieren. Ja, und wer die Baureihe 24 zu Hause hat, kann mir bitte mal schreiben, wie die so funktioniert, wie das gebraucht ist. Möchte ich mir nämlich eine andere Lok kaufen, weil mich nervt es irgendwie, dass die nicht dampfen kann. Ja, und dann Leute, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute, bye.